Licht lässt sich nicht einsperren, es dringt durch die kleinste Ritze hindurch. Wir sind hier in St. Martin in Eiringen. Hinter mir will das eine Krippeninstallation deutlich machen. Geborgen in einen Weidekorb, die heilige Familie. Der Mittelpunkt natürlich das kleine Jesuskind. Ich bin das Licht der Welt, wird dieses Kind als Erwachsener sagen. An diesem Wochenende hören wir den Johannesprolog, den Anfang des Johannesevangeliums. Da heißt es mittendrin, und das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht überwältigt. Was in Menschen leuchtet, das muss nicht immer extra angesprochen werden. Man sieht es anderen an, ob sie sich freuen oder ob sie traurig sind. Was für ein Licht in ihnen leuchtet. Ich wünsche Ihnen zum neuen Jahr 2021, dass in Ihnen das Licht der Hoffnung und der Zuversicht leuchtet. Und ich bin mir sicher, auch bei Ihnen kann es durch jede Ritze hindurchdringen, auch wenn Corona vielleicht manches erschwert. Gottes Segen fürs neue Jahr.